Wenn ein Mann mal ausspannen möchte, so geht er in den Autozubehörladen. Doch da gibt's seit neuestem nicht nur Öl und Felgen für den eigenen Dreier-Golf, sondern auch eine ganze Batterie günstiger Mofas. Wir haben die heurige Motorradl-Saison ja schon anlässlich der Bike 08 zumindest medial eröffnet. Jetzt geht's aber richtig los mit lustigen Produkten, mit Leistbahnprodukten. Was die alles können, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn man Forstinger hört, denkt man ja eher an Autozubehör bzw. Schnellservice. Jetzt sehe ich da so viele Mopeds herumstehen. Seit wann hat man sich auf die Zweiräder konzentriert? Seit ungefähr 3 Jahren haben wir auch angefangen, das Sortiment zu erweitern mit Moped- und Kleinmotorrädern. Und das ist von Konsumenten auch so angenommen worden, unser Angebot. Das passt auch sehr gut in unser Sortiment mit der Synergien zum Auto, wie Pflege, Wartung und auch die Werkstätte. Wenn ich mir die Produktpalette anschaue, dann gibt es ja ziemlich viele verschiedene Produkte, vom kleinen Roller bis hin zur Enduro. Ja, wie Sie sehen, wir haben unser Sortiment bei den Mopeds und bei den Kleinmotorrädern also wirklich ausgeweitet, um allen Bedürfnissen der Kunden entgegenkommen zu können. Es gibt die Roller, unseren Cracker, das war unser Star, der ist erweitert worden um den Twister. Und mein neues Baby, auf das ich ganz stolz bin, das ist unser Sniper, das ist eine Enduro, die auch also super ausgestattet ist, toll ausschaut, ein tolles Design hat und zu einem super Preis hier angeboten wird. Für den Einsteiger sind die beiden 50 Kubikroller Cracker und Twister gedacht. Deren luftgekühlter Zweitaktmotor mit Automatikgetriebe sorgt für fröhlichen Durchzug im Stadtgebiet, ohne dass man sich aufs Schalten konzentrieren muss. Die Phantom GT4 hat schon einen 125 Kubik Viertaktmotor und man benötigt dafür den B-Führerschein. Die Enduro Sniper gibt es auch in 2 Varianten. Beiden gemeint sind die Wasserkühlung, Wavedisc, Scheibenbremsen vorne und hinten sowie Klarglasscheinwerfer. Absoluter Spruchkaiser ist unserer Meinung nach das Mini Crossbike MMC 1200 mit 110 Kubik, das hier vom Forstinger Chef Walter Kager ohne Helm vorgeführt wird. Das Einzige, was mich nur ganz persönlich ein bisschen wundert, sind die Preise. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie es mit der Qualität ausschaut. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, die Frage. Wir verkaufen über 6.000 Roller im Jahr. Das heißt, wir haben ja sehr gute Einkaufskonditionen und diese geben wir natürlich an unsere Konsumenten weiter. Das heißt, die Qualität passt trotz des günstigen Einstandspreises? Das kann ich auf jeden Fall garantieren, ja. Unser Fazit, klar, es gibt schnellere Gefährte als Forstingers 50 Kubik Roller, aber für Leute, die es noch nicht so dick im Säckel haben, bieten die Mofas eine echt gute Möglichkeit, mobil zu sein.